Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surrounded. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht seht ihr schon. Die gute Nachricht ist, es konnte das Safe Game tatsächlich wieder ins Spiel reinkopieren. Ich hatte mir das extra mal rauskopiert. Immer so mache ich bei allen Spielen, einfach nur zur Sicherheit, falls das Spiel mal crasht. Ich konnte es wieder reinladen, aber scheinbar passt das Safe Game nicht mehr zur aktuellen Spielversion, sodass das hier das Ergebnis ist. Unsere Butze wurde komplett zurückgesetzt. Alle Items, die wir gefarmt haben, sind weg. Ich habe wirklich gerade so 5 Minuten einfach nur auf den Bildschirm gestarrt. Ich war kurz schockiert und habe jetzt auch lange mit mir gerungen, was ich jetzt tun will. Weil ich könnte jetzt sagen, okay, dann spielen wir ein anderes Spiel und haben dort zusammen Fates. Oder ich fange hier nochmal ein Spiel an, weil es hat sich auch ein bisschen was auf der Map getan. Mit eurem Einverständnis, wir fangen einfach neu an. So, da sind wir auch schon. Wir haben unsere Trinchen getrocknet, den Rotz hochgezogen und sind wieder aufgestanden. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Außerdem sehen wir echt cool aus. Also der Charakter gefällt mir gut. Gut, dass wir auch hier gleich bei den... Sind das Händler? I don't know. Die haben mal keine Knarre. Ich glaube, das sind Händler. Ich todesmutig. Oder dumm. Kennt ihr ja schon von mir. So, guten Tag. Hallo. Hallo? Ah, okay. Spricht nicht mit jedem. Guten Tag. Spricht auch nicht mit jedem. Auch gut. Ja, super. Bin ich ja in der perfekten Gesellschaft hier, du. Jetzt sind wir hier irgendwo am A der Welt. Da vorne sehe ich ein Haus. Da würde ich erstmal hinstiefeln mit euch. Irgendwie freue ich mich ja trotzdem. Jetzt lass uns mal gucken... Hat er denn jetzt die Skills zurückgesetzt? Ja, er hat alles zurückgesetzt, alles resettet. Wir fangen wirklich bei Null an. Wir sind Jäger. Adam Carter heißen wir. Wir haben noch nichts gerockt. Wir haben 160 Meter zurückgelegt. Sehr gut. Es ist Frühling übrigens. Der 4. März 2021. Oje. Messer ausrüsten. Nicht vergesse. Ich werde auch ein paar Cuts natürlich reinmachen hier und da. Ach, das Motel. Oh, das Motel ist gut gewesen, glaube ich. Vielleicht haben wir da Glück. Nico. Wie wär's, du nimmst auch mal das Messer in die Hand. Vielen Dank. Ja, und schon geht die fröhliche Schnetzelei gleich wieder los, ne? Wunderbar. Oh, Strahlenpillen. Top und Muni. Ach so, Lampen können wir auch wieder sammeln. Wir haben keine mehr. Näh. So, aber ich freue mich trotzdem. Ich freue mich trotzdem. Es ärgert mich, klar, auf der einen Seite, aber ich denke... Shit happens. Shit happens. Und leider macht das Spiel auch wirklich ein bisschen süchtig. Also ich finde, das hat absoluten Suchtcharakter, das Game. Und, oh, geil. Oh, ja, danke. Spiel. Danke, ist es die Belohnung. Du nimmst mal deine Ärmchen hier von mir, Freundchen. Ach, guck mal an. Also ich würde sagen... hier, Inspect, wir machen gleich mal die Muni da rein, ne? Zack. So, was brauchen wir hier nochmal für Muni? Inspect. Die haben wir nicht. Okay. So, fangen wir gleich mal unten an. Immer schön hier, eins nach dem anderen. Schlafsack. Oh, wichtige Kiste würde ich mitnehmen. Ach, guck mal hier. Eine Lunchbox. Ach, das ist doch schon mal... Ist doch schon mal ein Fortschritt. So eine Lunchbox ist schon mal geil. Gleich ein Feldstecher am Start. Und natürlich auch ein gutes Messer. Okay. Ja, läuft doch. Hier eine Sonnenbrille. Jo. Also, Necro sieht cool aus. Irgendwie sieht der Charakter cool aus. Scheiße. Können wir alles nicht mitnehmen. Wir brauchen unbedingt einen Rucksack. Ich würde ja auch so einen Hello Kitty Rucksack nehmen. Eiskalt. Na, der Helm. Nee, komm. Ja, so sehen wir gut aus. Ein bisschen hier. Ein bisschen nach Optik gehen, oder? Heute. Och, Schrank. Schöne Sachen. Guck mal, das können wir doch gleich da reinschmeißen. Ich bin auch sehr gespannt, welche Waffen wir wieder finden werden. Golfschläger. Kohle. Kohle schon mal gut.
und ich freue mich, wenn wir in das Militärcamp zurückkehren. Wie gesagt, wir haben da eine Rechnung offen. Eindeutig. Da läuft irgendwo jemand. Ah, lieber Necro. Was machst du denn? Nimm doch mal gleich das Messer in die Hand. Hauen wir uns mal rein. Achso, wir haben doch jetzt eine Fressbox. Hätte ich doch gleich hier in die Fressbox machen können. Naja, so. Nägel. Okay. Keine Nägel für uns. Kein Rucksack, keine Nägel. Ganz klares Prinzip hier. Oh, wo sind denn... Na, endlich. Ja, der ist nicht schlecht, ne? Und dann möchte ich auch gleich so ein Case hier mitnehmen. Guck mal, der Rucksack ist gut. Den nehme ich. Geil aussehen tut der Rucksack ja, ne? Oh, ich würde sagen, wir sind voll Crocodile Dundee, ne? Mit dem Messer, dem Hut, der Sonnenbrille und so. Ah, ich würde sagen, gar nicht... Oh, guck mal, wieder ein Teddybär. Yay, eine Schotti. Ah, ich... Ja, komm. Schaden kann's nicht. Ja. Yeah. Sehr nice. Zelt? Hm. Soll man ein Zelt mitnehmen? Nee, oder? Den Schrank könnte ich ja schon mal einsacken. Ich meine, Zelt können wir auch mal mitnehmen. Komm, scheiß drauf. Ich meine, wir haben doch jetzt frisch angefangen hier. Hier, Scrappy. Nehmen wir mal das Zelt mit. Ich weiß, dass das Zelt relativ viel Lagerkapazität hat. Ach, guck mal, noch eine Feschbarbox. Oh, GPS. Träumchen. Die Runde ist schon mal, fängt schon mal gut an. Aber ich will noch gar nicht so viel loben. Weil wer weiß. Wer weiß, was uns noch alles passieren wird. Guck mal. Passen da auch zwei Zelte rein? Nö. Den Rest lasse ich. Wo sind wir denn auf der Map? Oh, guck mal. Oh, ach du Schande. Was ist denn hier los? Ach, wir sind hier. Dann können wir ja eigentlich gleich mal zu Elwood gehen, oder? Oder wir gehen hier weiter. Aber hier müsste ja auch irgendwo, müsste ja auch ein Töff-Töff geben, wenn die Autos wieder da stehen. Aber ich glaube, die Spawnpunkte von den Autos sind sehr unterschiedlich. Ich glaube, die sind sehr unterschiedlich. Hier waren wir schon, ne? Und dann können wir nämlich gleich mal nach Elwood tigern, weil in Elwood können wir auf jeden Fall uns richtig gut ausstatten. Wir haben noch null Sprit und alles. Oh Gott. Oder wir gehen gleich nach Elwood, ne? Wäre auch eine Überlegung. Ah, ich bin unentschlossen. Und wo sollen wir wohnen? Liebe Community, sagt doch mal an, wo soll der Necro wohnen? Könnt ihr euch frei aussuchen auf der Map. Sucht euch irgendwo, was ihr kennt oder wo ihr glaubt, wo es ganz schön wäre, da ziehe ich hin. Egal wie viel Platz wir haben, ich werde das Beste draus machen dann aus eurer Butze. Gerne in die Kommis. Gerne in die Kommis. Und natürlich auch gern mal ein Feedback. Was sind das denn da? Sind das welche, die mir ans Leder wollen? Oder sind das Zombies? Das sind Zombies, die wollen mir zwar auch ans Leder. Aber nicht ganz so schlimm wie irgendwelche Banditen. 10 Erfahrungspunkte bringt so ein Zombie. Wow. Aber das Spiel macht echt Spaß. Wie gesagt, Preis-Leistung ist gut. Klar, das mit dem Safe-Game ist jetzt dumm gelaufen, aber jo, was willst du machen? Ich hoffe, dass das nicht wieder passiert, ne? Ich werde natürlich wieder mein Safe-Game sichern und wählen. Aber ist ja auch noch Early Access, ne? Ich will gar nicht... Wie gesagt, das kann passieren. Ich kann da auch die Entwickler ein bisschen verstehen. Das hast du manchmal einfach nicht ganz in der Hand. Es ist halt nur super ärgerlich. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten jetzt schon ganz viele von den richtig guten Rucksäcken und Co. Dann hätte ich natürlich viel mehr Konfetti gekotzt, ne? Das könnt ihr glauben. Fressbox? Warte mal, wir können doch mal... Hier ist Wasser drin. Dann machen wir hier... X rein. Also alles, was man so wegmampfen kann. Guck mal, hier ist noch ein Messer. Die müssen wir mitnehmen. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Ach, so ein Messer sollte ich auch nochmal mitnehmen. Das könnten wir doch irgendwo deponieren.
Guck mal an. Hand. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Kann ich schon? Oh ja, Gott sei Dank. Zumindest mal zwei. Zwei ist besser als gar nichts. Komm, wir drücken uns auch immer ein rein. Einfach nur zur Sicherheit. So, hier gibt's wieder mal nix. Die Pipozehe ist nix. Die ist nix. Das kann ich gleich sagen. Oh ja. Die Lampe lasse ich. Ich will gar nicht mehr mich mit so viel Schrott belasten. Weil ich weiß noch, wie viele Lampen wir hatten. Ey, das war ja voll übertrieben, oder? So viele Lampen braucht die Menschheit wirklich nicht. Komm. Ist das Ding schon voll? Nee. Ist die Lunchbox-Buggy oder was? Ach ja. Guckt es euch an. Ein bisschen Glück dürfen wir haben. 9 mm. Da würde ich... Ach nee, ein Magazin haben wir schon. Passt. Ah, jetzt die Flasche ging. Das ist ja dubios, ne? Das und das. Ah, oh, über die Lunchbox freue ich mich aber echt mal. Ich finde, das hat dem Spiel wirklich gefehlt. So, weiter geht's. Gerade mal einen Blick auf die Map. So, wir müssen aber in die Richtung, ne? Lieber Nico, falsche Richtung, ne? Du weißt ja. So, Messer wegstecken und nicht vergessen, nachher wieder rausholen. Ach, guck mal, es gibt jetzt viel mehr so Backpacker, die hier unterwegs sind. Das finde ich ja cool. Hey, nice. Guten Tag. Seid ihr auch unterwegs? Ich auch. Ja, ein Auto habe ich jetzt noch keins gesehen, ne? Haben wir nicht? Doch, haben wir. Bisschen Gas geben hier. So, zack und weg. Das, das und das. Oh. Ja, top. Strahlenpillen finden wir ja schon mal ein paar. Das finde ich schon mal gut. Als Vorbereitung auch auf die Military Base. Ach, guck doch mal an. Das ist doch schon mal was. Also betanken könnten wir eine Karre. Geil wäre natürlich noch ein Reparaturkit. Wie sieht's mit Hunger aus? Ja, könnten wir schon mal vertragen, eine Kleinigkeit. Guck mal, das will er da nicht in die Box machen, ne? Hä? Die ist doch noch gar nicht voll. Hä? Okay, da geht's. Dubios. Sehr dubios. Naja, wird bestimmt gefixt und dann geht der Speicherstand immer. Okay, ich höre auf mit dem Sarkasmus. Ja, ihr merkt schon, das geht mir nah. Das geht mir echt nah. Aber gut. Dafür ist jetzt zu spät, um rumzuflennen. Jetzt sind wir schon wieder unterwegs. Kriege ich das noch mit? Ja, das geht. Die Plätze hier will er nicht belegen. Gut, dann halt nicht. Dann lässt es bleiben. Auch okay. Ja, schön. Nur keine Karre, ne? Eine Karre wäre doch gut. So, was ist das da vorne? Irgendwas Umgekipptes? Ach, der Womo, ne? Aber jetzt ist hier nicht ein Auto auf der Straße. Nicht eins. Finde ich ja eine Frechheit.
Mehr Sprit. Ja, ich nehme ihn mal mit. Wegschmeißen können wir ihn ja immer noch. Ganz schön viel Alk findet man überall, ne? Können wir Mollys basteln. Das ist halt sehr geil. Ah, hier waren wir auch. Das ist die Halle, ne? Wo man so klong, 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 wenn man läuft. Hä? Hallo? Hörst du mal auf, an meinen Schnürsenkel rumzumachen? Wäre ich dir sehr verbunden, lieber Zombie. Sehr verbunden. Ah, da ist noch einer. Na, komm. Aber schön, dass Geld jetzt aussieht wie Geld. Das, finde ich, war vorher irgendwie so undefinierbar, ne? Das da wäre gut. Den Rest lasse ich. Oh, hier ist es. Klonk, klonk, klonk. Kompass. Ach, guck mal an. Das finde ich doch in Ordnung. Rope würde ich auch gleich mitnehmen. Warte mal. Können wir... Ach, guck mal, das geht auch. Hey, Roger, Roger. Den Bagger hätte ich immer noch gern. Gerade mal reingucken, gab es hier irgendwas? Außer ein Zombie, der da irgendwie an den Kisten festhängt. Ach, guck mal an. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ist die Frage, was machen wir da jetzt noch rein? Das auf jeden Fall. Hier den Schrank. Das Case. Die Muni würde ich mal draußen lassen. Den Alk. Den Alk können wir doch auch zum Beispiel da rein machen. Das lassen wir mal. Das findet man recht häufig. Das brauchen wir für Heilungsgedöns. Hier das Messer. Die Lunchbox. So. Jetzt können wir nämlich auch Holz mitnehmen. Das eine Brett ist geschenkt. Die Lampe. Die Muni. Oh ja. Ja, hat sich doch schon mal ein bisschen gelohnt, ne? Oh, mehr Rucksäcke, mehr gut. Jetzt hier. Warte mal. Holz. Wir sortieren das natürlich alles wieder wunderbar, so wie wir es brauchen. So. Das können wir mitnehmen, das. Hier haben wir nochmal Sprit. Nägel, zack, zack, zack. Kompass habe ich schon. Sollen wir nochmal einen auf Reserve mitnehmen? Nur zur Sicherheit. Und wir machen uns auch gleich Verbände. Ach, Traum. Guck mal, 4 Stück gleich. Das ist gut. Die würde ich mal da oben hinschmeißen. So, wir haben doch auch schon einen Schlafsack, ne? Ja. Warte mal. Die Hülsen waren, glaube ich, hier drin. Ist das richtig? Hatten wir nicht schon Hülsen? Nö. Okay. Geldbeutel brauchen wir noch. Kein Zombie hier einen Geldbeutel. Haben Sie einen Geldbeutel für mich? Ich will sie gar nicht berauben. Ich will mir den nur ausleihen. Oh ja, sehr gut. Den Alk lasse ich mal. So viel Alk will ich jetzt auch noch gar nicht mitschleppen zum Anfang. Ich glaube, wir werden, so wie es sich anfühlt, genug Alk finden. Ist aber auch ein unglücklicher Zusammenstoß hier, ne? Mit dem Polizeiwagen und der Feuerwehr. Das ist dumme Luffe. Oh, hier ist nochmal so einer, aber der ist klein, ne? Ja, der ist... Ach, ein Geldbeutel. Tschakka, tschakka. Zack. So, das. Und das nehmen wir alles mit. Das. Nägel. Können wir auch nicht da mal reinschmeißen. Den Alk und die Schweißermaske würde ich tatsächlich mal lassen. Sollen wir noch einen zweiten Schlafsack mitnehmen? Schaden tut's nicht.
So, weiter geht's hier. Auch kein Töff-Töff für uns. Jetzt hatte ich ja gehofft, hey, geil, bestimmt finden wir gleich einen Töff-Töff. Ja. Nix ist. Naja, noch sind unsere Stiefel gut. Wenig abgelaufen. Ach, manchmal schlägt er aber auch nicht gleich los, wie ich das gern hätte. Mhm. Mhm. Puh. Boah, ganze 5 Erfahrungspunkte. Ui. Das ist ja unglaublich. Oh, noch ein GPS nehme ich mit. Den Rest lasse ich. Hier. Eier erstmal schön verspannen. Was haben wir denn hier drin? Hier waren Getränke drin. Die zweite Versperrbox habe ich hier, ne? Ja. So, das und das. Geht jetzt ja auch noch rein? Ja, komm. Ja, ich weiß, jetzt haben wir sie gemixt, aber ist egal. Komm, bevor du dich wieder anschleißt. Haben wir schon eine Taschenlampe? Nee, haben wir noch nicht. Zack. Jetzt haben wir auch eine Taschenlampe. Okay. Ja. Wie immer, über Essen können wir uns nicht beklagen. So, ein bisschen Geld, den Rest. Hm. Naja. Verspottbox? Nee. So, ah, Reparaturkit. Ja. Jetzt bin ich schon fast glücklich. Machen Sie da, Ingebüsch. Hm? Freundchen. So, jetzt können wir doch bestimmt nochmal hier. Na, wenigstens. Wenigstens. Ich finde, unser Aussehen ist echt nice. Ich mag auch den Mantel, den er anhat. Ich hoffe, der Charakter bleibt uns erhalten ein bisschen. Bin auch mal gespannt. Ich habe die Anzahl der Tiere hier hochgesetzt, dass mal mehr Tiere spawnen. Da bin ich auch mal gespannt, wie die so drauf sind. Bären habe ich schon gesehen und Wölfe. Ich weiß nicht, gibt es noch mehr Tiere? Gesehen habe ich sonst noch keine. So, willkommen in Elwood. Ja. Wollen Sie mich abholen, oder? Hm, ich habe kurz 650. Ach, das ist das Gleiche, ne? Kurz überlegt, ob ich den Rucksack mitnehmen soll, aber nee. Turn back! So, schauen wir mal, was in Elwood heute so los ist. Boah, Lunchbox. Das können wir uns mal reinhauen. Dann ist die... War ich mir erschrocken. Hallo? Tja, manchmal, ne? Stecken die einfach im Boden fest. Die Ärmsten. So, was haben wir hier nochmal? GPS. Oh, Gasmaske. Gasmaske. Die
Wäre ja eigentlich nicht so schlecht anzuhaben. Yo, mit der Sonnenbrille zusammen. Mega. Also ich würde sagen, oh. Stylisch können wir. Stylisch können wir auf jeden Fall. Schotti Hammer. So, hier geht's mal wieder nicht rein, ne? Was soll denn das? Ich will doch da rein. Oh, wow. Interessante Tasche. Oder interessante Mülleimer, besser gesagt. Hier, warte mal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Eine Toolbox wäre geil. Die haben sie jetzt übrigens auch andersfarbig gemacht. Die ist nicht mehr rot, die ist jetzt gelb. Was ich auch sinnvoll finde, sonst weiß man nicht, was Toolbox ist und was Reparaturkit ist. Hat mir gut gefallen. Und jetzt mal so ein Neuanfang ist ja auch immer... Was soll ich mit dem Stein hier? Nimm den Sprit mit. So ein Neuanfang ist ja auch mal ganz cool. Dann sieht man auch gleich, welche ganzen Neuerungen hier ins Spiel gekommen sind. Man muss das ja auch ein bisschen positiv sehen. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, wir machen hier mal einen Folgenwechsel. Ich speichere hier mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis dahin bleibt mir gesund. Genießt die Zeit. Bis gleich.